Eine schöne Beschäftigungsidee ist auch so ein Webrahmen für Kinder. Da habe ich mir einfach vier Stöcke draußen im Wald gesucht und zeige euch jetzt einmal, wie ich die miteinander verbunden habe. Legt man die Stöcke einfach übereinander und umwickelt sie fest mit einem Stück Wolle. Das kann ich mehrfach umwickeln. Und am Ende fixiere ich die beiden Stöcke mit einem Knoten. Und dann habe ich am Ende hier so einen Rahmen. Und hier dran befestigen wir jetzt die Seile zum Weben. Ich habe das schon einmal vorbereitet und zeige jetzt noch einmal, wie ich das gemacht habe. Einfach ein Stück Wolle abschneiden. Dann habe ich das hier auf einer Seite doppelt umwickelt. Dann hält es ein bisschen besser. Und mit einem einfachen Knoten fixiert. Und noch ein zweiter Knoten oben drauf. Auf der anderen Seite kann man die Wolle mehrfach um den Stock wickeln und bei jeder Umdrehung ein bisschen fester anziehen, damit das Seil am Ende gut gespannt ist. Und auch hier fixiere ich das am Ende mit einem Knoten. Und die überstehenden Enden kann ich einfach abschneiden. Und jetzt habe ich hier den fertigen Webrahmen. Und für die Kinder ist es am einfachsten, die Wolle an so einem kleinen Stock zu befestigen. Und dann kann ich hier immer einmal drunter, einmal drüber einen Teppich weben. Wieder zurück von unten über das Seil und unten drunter durch. Dann kann ich es immer ein bisschen fester ziehen. Und so kann ich immer weiter weben, bis ich am Ende einen fertigen Teppich habe.